Nein, meine sind so dreckig, die werden nicht. 90 Grad sauber, ich renne mich nur barfuß herum, wenn ich weiße Socken habe. Wenn sie nicht dreckig sind, dann schon, ja. Aber die kriegt man eh nicht sauber, die sind immer dreckig, auch wenn sie sauber sind. Also weiße Socken schauen einfach scheiße aus bei den Schuhen. Also es schaut nicht peinlich, aber es schaut nicht einfach so aus. Die werden schneller schmutziger, dann muss man sie früher waschen. Ja, ist okay. Lange Unterhosen. Weiße Socken finde ich meistens schon peinlich, lange Unterhosen finde ich fast cool, fast weiblich bei Männern halt und das ist manchmal schön. Also zu viel Stoff, ich mag gern wenig. Ich trage auch Springtanga. Lange Unterhosen aber finde ich schön, glaube ich. Weiße Socken nicht. Super, ganz super. Also vor allem, wenn es warm sind. Naja, vor allem die langen Unterhosen, denn die weißen Socken sind ja meistens, vor allem wenn sie Streifen haben, so blaue oder rote oder so, und wenn die Anzughose vielleicht ein bisschen zu kurz ist und es dann so viel blinkt, überhaupt wenn man mal Schwarzlichteffekte und so damit erzielen kann, ist das ja ausgezeichnet. Also ich finde das super. Ich habe mal welche besessen, ich glaube, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das war irgendwie, hat mir das mit einem Ex-Freund geschenkt aus Feindschaft. Genau, da wird endlich einmal ausschauen wie ein Volltrottel. Ja, weiße Socken, das ist eh was Normales, oder? Natürlich nicht zu einer schwarzen Hose, weil das schaut nicht so gut aus, aber natürlich auch. Socken mit Mickey Mouse Aufdruck sind ja auch nicht unbedingt hübscher. Und bei Frauen, da gibt es ja auch die diversesten Spitzenunterwäschen, die auch ein bisschen länger sind. Ich finde es komisch, wenn man weiß, dass es sehr kalt ist. Und ich ziehe das Kleidungsstück nicht an, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Es ist einfach ein praktisches Kleidungsstück. Ich weiß nicht, warum das so belächelt wird. Es ist wie ein Schlauchrock oder wie Handschuhe. Ich weiß nicht, was man dagegen hat. Es ist ja gar nichts dagegen. Es schaut eher aus wie Leggings. Und Leggings sind ein beliebtes Kleidungsstück. Wir fahren das jetzt wieder in. Nein, es ist schon lustig. Ich habe mir jetzt eine lange weiße Unterhose bestellt beim Fassad. Ich habe mir gedacht, wie sieht sich die Anstand der Männer an, weil sie sich vorab schön. Das sind aber keine richtigen Weißen, sondern das sind so Trachtensocken. Ich finde, weiße Socken haben was Besonderes an sich. Sie sind so weiß, aber leider nicht sehr lang. Weil ich hätte gern schwarze Socken, aber schwarze Socken sind auch so unpraktisch. Sie ziehen wieder alle Fussel und Staub und Schmutz an. Ich weiß nicht, welche Farbe ist gut bei Socken. Ich bin überfragt. Aber weiße Socken sind sehr unbeliebt bei alten Männern, die darauf Wert legen, dass Frauen schöne, lang beschrumpfte Beine haben. Einfach der weiße Socken, dann sagt man, sie soll als Krankenschwester gehen. Aber für mich kommt eine Frau mit weißen Socken nicht in Frage. Es hat Jahrgänge der Männer so 50, 52. Wollen Frauen mit weißen Socken überhaupt nicht. So beim Gerhard Hartmann, es war unmöglich. Er hat sich lustig gemacht, wenn ich weiße Socken getragen habe. War zynisch und sarkastisch. Ja, es ist in der Zeit wirklich selten und ich habe das auch festgestellt. Männer, mit denen ich gelebt habe, haben das verabscheut, haben aber trotzdem in kalten Wintertagen sehr gefroren. Aber ich habe es bei meinem Vater erlebt und der hat immer lange Unterhosen getragen und ich habe das vollkommen okay gefunden. Also an kalten Wintertagen können Männer lange Unterhosen tragen. Nie lange Unterhosen, außer ich gehe irgendwann mal am Fußballplatz und das ist wirklich saukalt, dann ziehe ich eine lange Unterhosen an. Wenn ich weiß, ich sitze dort längere Zeit, dann ziehe ich sehr wohl eine lange Unterhosen an. Ich habe aber eine lange Unterhose nicht mehr und die ziehe ich vielleicht alle 2-3 Jahre einmal an. Eine besitze ich, das ist noch ein Erbstück von meinem Vater. Weiße Socken sich an, fühle ich auch nicht gerne an, aber ich habe von meiner Partnerin weiße Socken geschenkt bekommen. Also muss ich es anziehen, sonst ist man wahrscheinlich besser. Das sind Krankenpflegersocken. Ich bin Krankenpfleger, darum passt es halt zu mir. Wenn sie sauber sind schon, ja. Man gibt es eigentlich nicht zu sagen, also dass die langen Unterhosen prinzipiell peinlich sind. Die sind vielleicht gesund mit der Verkühlung. Bei langen Unterhosen gibt es ja die Neige, die ja weniger, da will ich über die Jogginghosen an, drunter, sportliche Hosen, weil wenn Training ist, die Überhosen aus und nimm die Jogginghosen an und kann mit der trainieren. Ja, braucht er auch unnötige lange Unterhosen, wo er sonst nichts damit tun kann, gar nicht mit drunter anziehen. Das Kind aber sicher von der Mutter vorgeschlagen. Da war ein Mann, das war irgendwo dann sie umgezieht, das ist völlig uncool. Ich weiß nicht, wir sind immer mehr in der Westenzeit oder irgend sowas, wo man da mit den Klumpen herumgeht auf der Straße und so. Nein, das Sein ist einfach Arsch. Wir müssen mal bei dir sagen. Boxers. My grandfather, 75 years old, you know, with white long trousers, under trousers, comfortable. White socks is okay, with long white trousers is not.